Herzlich willkommen, DCTB TV von der Republika in Berlin. Mein Name ist Philipp Manse und mein nächster Gast ist Bertram Google. Ganz herzlich willkommen. Hallo. 10 Jahre YouTube ist ja so ein bisschen das große Ding. Du hast ja auch einen Vortrag gehalten und ganz interessant auch in deinem Blogpost ein bisschen skizziert, wie sich die Rolle von YouTube so verändert hat und vor welchen Problemen die jetzt strategisch so stehen. Beschreib das doch mal. Also viele haben ja noch so YouTube, Video ist halt YouTube, da gibt es halt alles, alle kippen alles rein. Wie hat sich die Rolle von YouTube so verändert in den letzten 10 Jahren? Ja, in den letzten 10 Jahren, also meiner Meinung nach hat YouTube so 2013 im Moment so seinen vorerst Höhepunkt erlebt. Also da waren sie wirklich so vollkommen unangefochten Nummer 1, haben Videomacher, sind in den Mainstream gekommen. Alle haben sie dann auch als das wahrgenommen, ne, was sie sind, die größte Videoplattform der Welt. Und viele haben auch für sich dann festgestellt, okay, ich kann mit YouTube Geld verdienen oder auf YouTube Geld verdienen. Und in den letzten 2 Jahren haben sie gefühlt sich so ein bisschen darauf ausgeruht. Und was da passiert ist, ist so, sie haben einerseits Probleme, eben ihre Inhalte zu vermarkten oder den Künstlern genügend Geld für ihre Produktion zu erlösen, sodass sie auch wirklich sich weiterentwickeln haben. Auf der anderen Seite wollen sie aber, dass immer hochwertiger und besser für die Plattform produziert wird. Und es ist so ein bisschen schwierig. Auch YouTube hat sich von so einer Community und so einer selbstorganisierten Sache eben immer mehr jetzt zu einer Business-Plattform entwickelt, wo Community eigentlich nur noch dazu da ist, den Algorithmus zu füttern und YouTube-Videos nach oben zu spülen und nicht mehr da ist, um anderen Nutzern eine sinnvolle Interaktion mit Nutzern zu machen. Aber was meinst du damit, die haben Probleme, ihre Videos zu vermarkten? Also es gibt ja es gibt schon zahlreiche Leute, die damit echt viel Geld verdienen. Wo ist da das Vermarktungsproblem? Na, das Vermarktungsproblem ist einfach, dass du TKP-Preis, also 1000, pro 1000 Abrufe als Künstler bekommst du zwischen $1,20 und $6,50 pro 1000 Abrufe. Das heißt, wenn du $500 Produktionskosten hast, musst du zwischen 80.000 und 400.000 Abrufe auf ein Video machen, um das zu refinanzieren. Also du hast erst die Herausforderung, für $500 zu produzieren und dann musst du noch so viele Abrufe auf das Video machen, dass du das wieder rauskriegst. Es ist echt schwierig, weil du eben nur ganz spezielle Inhalte damit refinanzieren kannst. Und wenn du dann hergehst und nicht mehr über $500 sprichst, sondern um 1000, du hast eine Crew, du bezahlst Leute dafür, dass du dein Video produzierst, du hast einen Kameramann, du hast vielleicht jemanden, der für dich schneidet und, dann bist du eben ganz schnell nicht mehr in dem 500er Bereich, sondern dreistellig und dann brauchst du Millionen von Abrufen. Und was wir im Moment sehen, ist natürlich klar, es gibt Leute, die auf der Plattform erfolgreich sind und damit auch Geld verdienen, aber das sind eben Leute, die Videoblogs machen, die Gaming machen, ne, Let's Plays oder How-To-Videos. Alles drei Videos, wo ich relativ viel Inhalt raushauen kann, ohne ein riesengroßes Team zu brauchen. Klar, die haben zum Teil auch Teams, aber es ist eben trotzdem noch einigermaßen überschaubar. Ich kann das Set bei mir zu Hause machen, ich sitze vor meinem PC und spiele das Spiel und zeichne das auf und kommentiere das. Also das heißt, ich brauche nicht ein riesengroßes Team. Wenn ich jetzt aber irgendwie hochwertige Videos geskriptet und machen will, habe ich ein Problem auf der Plattform. Jetzt wäre das Argument, bei Facebook gibt es gar nichts. Genau. Bei Twitter gibt es auch nichts. Also bei Vimeo kann man das einstellen, dass man was bekommt. Da gibt es so ein Pay-System. Aber sag mal, wie lässt sich das denn ändern? Na, was wir im Moment eben sehen, ist, dass immer mehr von diesen Künstlern sich weiterentwickeln und sagen, okay, wenn YouTube mich nicht füttert, Facebook tut es auch nicht, Twitter auch nicht, dann suche ich mir neue Betätigungsfelder, die mir Geld bringen. Na, ich mache Merchandising, ich mache Kinofilme, ich mache Musik, ich gehe ins Fernsehen, ich vermarkte Branded Content, Product Placement, all diese Sachen. Das heißt, ich gehe eben versuche vollkommen unabhängig von diesen Plattformen ein Geschäft zu machen. Und das ist natürlich sehr, sehr interessant, weil man sieht, sie emanzipieren sich auch von den Plattformen und wenn wir da das mal so runterbrennen wollen, dann ist eben YouTube und auch die anderen Plattformen mehr oder weniger nur noch Marketingfläche für die, dass sie im Gespräch bleiben und Leute erreichen, aber das ganze Geschäft findet anders statt. Das ist eigentlich so eine ähnliche Diskussion, die wir ja auch immer bei Blogs diskutieren. Ne? Blogvermarktung war auch oder ist und war immer schwierig und so und alle Blogger machen ihr Geld mit anderen Inhalten, ne? Dann auch Vorträgen und Beratung und sonstiges. Und eine ähnliche Situation erleben wir im Moment bei YouTube und das nur, dass es dort nicht Vorträge sind, sondern Bühnenauftritte, Konzerte, Kinofilme, Bücher und ähnliches. Die aber dann immer vorgestellt werden, ja, der große YouTuber,
macht jetzt sein Buch. Der große genau. YouTuber macht jetzt ein Konzert. Mit dem Konzert kommt das Geld rein, ja. aber die Verkaufe funktioniert. Er hat ja viele Leute bei YouTube, auch wenn da nicht das Geld rein. Genau, also sie haben die Community, sie haben die Fans, sie erreichen diese Leute, aber das ist nicht das, wo das Geld reinkommt. Und das ist natürlich ein Problem für sowas wie YouTube, weil natürlich bei der Werbung bekommen sie 45%, aber bei Kinoeinnahmen, Musik, Merchandising und gehen sie leer aus. Und das ist für so eine große Plattform natürlich eine Sache, weil irgendwann, ab welcher Schwelle überlegt sich der Künstler, naja, vielleicht sollte ich gar keine Werbung mehr auf YouTube machen und einfach meine Videos so draufstellen, dass sie noch mehr Leute sehen, dass sie nicht durch Werbung genervt sind, weil mein Geld ist sowieso woanders. Ja, das muss man ja auch wissen. Man kann seine Videos reinstellen und die Werbung abschalten. Genau. Und wenn, also zum Beispiel John Green war auf dem YouTube Brandcast, hat gesagt, nur noch 20% unserer Firma der Umsätze kommt von Werbung und es geht um 5% jeden Monat zurück, jedes Jahr zurück. An welchem Punkt überlegt er sich und sagt, okay, na jetzt ist Schluss, ne? So bei 10%, bei 15%, vielleicht schon bei 20%. Also einfach sagt, ja, ich schalte es jetzt aus. Und dann habe ich einen werbefreien YouTube-Channel. Genau, super. Alle sind glücklich, sieht gut aus. So, und YouTube heult im Hintergrund. Und YouTube kann irgendwie weitermachen. Ne? Genau. Die haben sich aber auch insofern, aber gleichzeitig versuchen sie natürlich diese, sagen wir, wie das immer so heißt, Premium High Quality Content reinzukriegen, geben Geld aus oder sagen wir mal, machen Vorauszahlungen für Leute, damit die extra für YouTube was produzieren. Sie richten Studios ein, jetzt zuletzt hier auch in Berlin, wo YouTuber ab 1000 Abonnenten hingehen können, um für YouTube Inhalte zu produzieren. Die machen Kooperationen mit Fernsehsendern. Funktioniert das denn? Also auf der einen Seite ist es sicherlich so, dass sie das jetzt machen müssen. Ne? Der erste Schritt in diesen ganzen Initiativen war ja eher, wir holen neue Produzenten auf die Plattform, also so die alten, etablierten Produzenten, das war das Original Channel Programm, wir überzeugen die, für YouTube zu produzieren. Jetzt hat sich der Fokus gewandelt und sie sagen, wir müssen irgendwie schaffen, dass unsere großen Produzenten auf der Plattform bleiben und dort glücklich werden, weil jeder, genau das aus diesem Grund, weil dieses große Publikum hat, jeder dieser Leute wird angegangen von anderen Plattformen, die ihnen Sachen anbieten. Ne? Hulu sagt, okay, produziert er für uns eine Fernsehserie, die bei uns läuft. Vimeo sagt, willst du nicht hochwertige Inhalte für uns produzieren? Wir können die refinanzieren. Netflix kauft sich da Serien ein und. Also die nutzen alle das. Und deswegen reagiert in dem Fall YouTube viel stärker, als dort in dem Fall zu agieren. High Maintenance zum Beispiel ist so eine Folge, die Vimeo jetzt produziert genau. hat, die erst umsonst lief und die jetzt von Vimeo erstmals, glaube ich, wirklich finanziell unterstützt wurde. Der andere Effekt ist ja auch, dass eben ganz viele andere Plattformen viel mehr Video anbieten. Früher war es so, da hast du einen Link bei Facebook zum YouTube-Video gepostet oder einen Link bei Twitter zum YouTube-Video gepostet oder auf deinem Blog ein YouTube-Video eingebunden und so sind die Leute bei YouTube gelandet. Heute hat Facebook selber Video, sieht auf Facebook viel, viel besser aus, spielt sofort, ist besser zu sehen. YouTube sieht auf Facebook nicht gut aus. Twitter hat eigene Videoplattformen, YouTube-Links sehen da auch nicht besonders aus. Inwiefern macht das YouTube zu schaffen? Ne. Da sieht man ein großes Problem, was YouTube hat. YouTube hat eigentlich die ganze Kuration und das Entdecken neuer Inhalte ausgelagert an anderen, hat gesagt, okay, bei uns auf der Plattform entdeckst du nichts, du kannst bei uns suchen, wenn du weißt, was du finden willst. Aber es gibt doch Related Videos, genau, über die viele was ja, finden. Ja, Related Videos, aber so, es gibt kein Verzeichnis oder Mechanismus, der dir neue Sachen vorschlägt. Das haben sie alles ausgelagert, haben gesagt, naja, das entdecken die über Facebook, das entdecken die über Twitter oder Blogs oder vielleicht auch Medien, die Inhalte kuratieren und die dann neue Leute kennenlernen. Und das kommt jetzt zurück, weil diese Plattformen natürlich sagen, Moment, wir haben festgestellt, die Nutzer teilen echt viele YouTube-Videos bei uns bei Facebook und die klicken da drauf, die finden das toll. Aber warum sollen wir denn die Nutzer zu Facebook schicken? Das können wir doch auch selber. Und statt dann rauszugehen, bleiben die bei uns und wir reden mit dem Produzenten und sagen denen, ey, wenn du das bei uns direkt hochlädst bei Facebook, dann wird dein Post viel größer angezeigt, das spielt sofort all das, was du gerade gesagt hast und deshalb bekommst du sehr viel mehr Reichweite auf dieses Video, wie wenn du das einfach nur den YouTube-Link schenken würdest. Aber bei Facebook bekommst du keinen Anteil an den Werbeeinnahmen wie bei YouTube. Genau. Und das ist noch das eine Ding, wo eben im Moment so die Grenze verläuft. Ne? Die einzigen, die wirklich vom Markt und Leute bezahlen, in wirklich einer breiten Art und Weise, ist eben YouTube. Deswegen ist es im Moment noch so, dass fast alle diese Künstler auch
viele ihre Aktivitäten auf Facebook, auf Twitter und so weiter darauf ausrichten, die Nutzer dorthin zu schicken. Aber es ist nicht abwegig anzunehmen, dass natürlich Facebook an der Vermarktung arbeitet, dass natürlich Twitter an der Vermarktung arbeitet, dass sie auch immer mehr mit denen Deals machen werden, um sie dorthin zu machen. Wir haben jetzt gesehen, dass zum Beispiel Vessel in den USA, das ist ein Startup, YouTubern eben das Zehnfache an für 1000 Abrufe bietet und sagt, okay, für das postest du dein Video erst bei uns für 72 Stunden und danach kannst du es zu YouTube machen. Weil wir wissen, deine großen Fans, die sind bereit zu zahlen und die kommen dann zu uns. Und ich denke, in der Art und Weise werden wir noch sehr viel Neues sehen. Was verändert sich denn sozusagen für uns als Nutzer? Also beispielsweise bin ich immer wieder enttäuscht, wie schlecht die Suche bei YouTube funktioniert nach Inhalten. Warum passiert da so wenig? Also aus meiner Perspektive hat, was Sie vorher meinte, 2013 war so die Hochzeit, es gab so einen Knick. Seitdem wurde das Produkt nicht mehr wirklich intensiv weiterentwickelt. So. Also gerade wenn man sich die Blogposts auf dem Engineering-Blog anschaut, ne, so 2014 6 Einträge für den Silicon Valley. Ne? Also das Jahr davor waren es 14, das Jahr davor waren es 40. Also irgendwie ist es immer weiter zurückgegangen, das, was an dem Produkt gemacht wird. Diese YouTube Kids App, die jetzt gelauncht wurde, die ersten Konzepte, die wurde 2011 angefangen. Silicon Valley Time, ne? Also irgendwie 4,5 Jahre für so ein Produkt ist echt lange. Vor allem, woran liegt das, dass Google damit kein Geld verdient mit YouTube? Na, ich finde, also das sind ja zwei Sachen. Einerseits gefühlt haben sie einfach gesagt, na, wir wandeln den Fokus, wir lagern Community zum Beispiel zu Google Plus aus, das soll nicht mehr bei YouTube weiterentwickelt werden. Wir versuchen die Monetarisierung, was nicht wirklich geklappt hat, aber das zu stärken und entwickeln die Plattform nicht mehr so aktiv weiter. Und auf der anderen Seite gelingt es ihnen einfach nicht, die Werbetreibenden davon zu überzeugen, richtig viel Geld bei YouTube auszugeben und hochwertige Werbung zu schalten in den Umfeldern. Wie siehst du denn jetzt so aus sag mal, Konsumentensicht so dieses Online-Videolandschaft? Also du hast jetzt ein paar Player schon genannt. Es gibt auch in Deutschland jetzt zahlreiche Video-Streaming-Dienste, wo man für einen monatlichen Pauschalpreis plus minus 7-8 Euro bestimmte Inhalte sich runterladen kann. Man hat Vimeo, man hat Facebook, man hat Twitter, man hat YouTube. Wie stellt sich für dich so dieses Online-Video-Umwelt gerade da, dieses Ökosystem? Ich bin froh, dass wir jetzt wieder 2015 hatten. Ne? So 2013 sah es so aus, als ob wir halt einen großen Player haben, das ist YouTube. Und gerade im Streaming-Ding dann noch einen großen Player Netflix und so. Mittlerweile ist es so, dass es echt breiter wird. Das ist 2015 sieht die Welt so aus, dass wir zumindest in den USA 3 große Streaming-Player haben. Wir haben Hulu, wir haben Amazon Prime, wir haben Netflix, wir haben bei den Videoplattformen eine große Vielfalt. Also das heißt, wir haben einfach eine sehr viel breitere Basis und ich finde, das ist für Konsumenten eigentlich schön, dass wir nicht den einen großen haben, sondern da auch eine Auswahl haben und auch für die Produzenten ist es toll, wenn sie umworben werden und nicht die eine Plattform, ja, hier ist mein Deal, take it or leave it, sondern der andere bietet mir aber mehr und dann habe ich immer eine Verhandlungsmöglichkeit. Und was guckst du so auf YouTube für Videos? Was hast du so, wie nutzt du das? Ich habe so zwei gespaltenes Interesse, sage ich mal. Ich habe berufliches Interesse, da schaue ich mir gerne immer viel, was eben verschiedene größere YouTuber machen und da auch neue YouTuber machen. Und auf der anderen Seite schaue ich mir eben gerne viele amerikanische Fernsehformate, die auf YouTube sind, ne? John Oliver zum Beispiel, solche Sachen. Aber eben auch zum Teil wirklich viele Vorträge von Talk, von Konferenzen, solche Sachen, Interviews, wie das, was wir machen. Also wirklich so Sachen auch Wissen an. Die großen YouTuber, das ist ja mittlerweile auch vielen bekannt, dass man halt da an den Werbeeinnahmen beteiligt wird und wenn man eben entsprechend Millionen von Abrufen hat, da auch signifikante Summen rumkommen können von 30, 40, 50.000 Euro im Monat. Was läuft denn da gut? Was kannst du das mal so die großen, erfolgreichen YouTuber mal so ein bisschen kategorisieren, mit was die so oder so Erfolg haben, was gut läuft und was nicht? Das ist meistens natürlich sehr stark von der Community getrieben. Das heißt, ich erreiche Leute und ich finde, das ist meistens sowas, oder sehr oft, nicht alles, aber sehr oft ist es so, ich abonniere mich auf ein Leben.
Ich will teilhaben an diesem Leben, das mir der YouTuber vorlebt oder die YouTuberin. Und ich kann da nicht genug kriegen und ich bekomme dann immer wieder so Einblicke. Und das sind einerseits die YouTube-Videos, aber es sind andererseits auch Instagram, Twitter, Facebook und. Also ich habe so eine ganze Welt um diese Künstler drumherum und schaue da immer wieder so rein. Also mache so einen Schulterblick und begleite die dabei. Und das ist dann ein bisschen egal, ob die jetzt Schminktipps geben oder Let's Play-Videos spielen oder eine Comedy-Truppe sind oder Musikvideos machen oder Musik machen. Ja, wir haben, also klar haben wir verschiedene Genres und meistens fangen die in einem dieser Genres an. Sie entwickeln sich dann aber immer mehr in diese Richtung. Und dass ich eben nicht mehr nur Let's Play mache, sondern dann auch mal ein Follow Me Around, ne, als Let's Player, was eigentlich überhaupt ein ganz anderes Genre ist. Aber einfach, weil ich da natürlich dann sehe, die Community will mehr von der Person auch haben. Ne, nicht nur so mal kurz tief vor dem Rechner sitzen sehen. Jetzt gibt es ja, also sind viele große YouTuber in diesen Multi-Channel-Networks organisiert. Also das sind wie so Plattenlabel, die halt ganz viele von diesen großen YouTubern unter ihre Fittiche nehmen, ihnen bei der Vermarktung helfen, sie gegeneinander sozusagen so Cross-Promotion machen. Fast eigentlich alle großen Privatsender sind in diesen, deutschen Privatsender sind in diese Multi-Channel-Networks investiert. Also die haben da viele Millionen reingesteckt. Was erhoffen sich die davon und was passiert da? Na, letzten Endes ist es eben so, dass ich versuche, Reichweite zu bündeln. Ich habe eine Künstleragentur oder ein Plattenlabel und kann damit natürlich eine große Reichweite auf mich vereinen, die vermarkten und erreiche auch eine neue Zielgruppe. Und das ist natürlich schon was, was gerade für die Fernsehsender auch attraktiv ist, weil sie sagen, okay, ich bin halt nicht nur da, wo ich klassisch bin, sondern ich erreiche auch eine andere Zielgruppe, die ergänzend zu dem ist und idealerweise schaffe ich es natürlich irgendwie, die von diesem einen zum anderen und zurückzubringen, also so ein bisschen Ping-Pong ist zu das so, ich meine, das hat ja hier auf der Media Convention auch jemand gesagt, so, ich glaube von ProSieben war es oder so, wir wollen die Leute aus YouTube sozusagen ins Fernsehen holen. Ist das der richtige Ansatz? Ich glaube, dass das sicherlich eines der Ziele von ihnen ist. Letzten Endes, ob sie das schaffen, ist eine ganz andere Frage. Das müssen sie vielleicht auch gar nicht. Ich nehme viele eher an, dass sie sagen, also mittelfristig sagen werden, okay, wir wollen die Leute mit unseren Fernsehmarken verheiraten. Und das bedeutet aber nicht unbedingt im Fernsehen, sondern eben in Formaten mit diesen Marken auf Plattformen, ob das jetzt Facebook, Twitter, YouTube oder was auch immer ist. Aber eben, ich bringe die mehr oder weniger so ein bisschen rein in die Senderfamilie, aber eben auf digitalen Plattformen und nicht im klassischen linearen Fernsehen. Ist es denn denkbar, dass so Privatsender, die jetzt wirklich auf Profit und Rendite aus sind, irgendwann sagen wie ProSieben, wir machen kein lineares Programm mehr im Kabel und per Satellit, sondern wir haben halt so ein Multi-Channel-Network, wir haben verschiedene Unterhaltungssendungen, Sportsendungen, bla, das findet alles nur auf YouTube statt. Was hält die noch davon ab? Na, was wir vorher hatten, ne? YouTube lässt sich nicht gut vermarkten. Ja. Und das heißt, wenn sie das tun würden, würden sie halt einfach mal ein Zehntel von dem erlösen, was sie im Fernsehen, angenommen, sie würden die gleiche Reichweite rein, was sie eben auch nicht tun würden. Ne? Also von daher, da ist schon noch eine ziemliche große Lücke zwischen den beiden. Und letzten Endes wäre es natürlich auch eine sehr, sehr komische Wette, wenn sie sagen würden, ja, wir gehen all in auf YouTube. Ja. Warum sollten sie das tun? Also sie sind besser beraten, sich zu überlegen, okay, ich habe verschiedene Plattformen, ich streue das Risiko, ich arbeite mit allen zusammen und der mir den besten Deal gibt, bitteschön. Okay, vielen Dank. Dankeschön. Alles Gute cool. noch. Vielen Dank fürs Zugucken. Cool. Philipp Banse für DZDB TV von der Republika. Bis dann. Tschüss.